Bowser dreht mal wieder komplett durch, macht hier komplett Faxen. Und ein Peach! Was Neues, du bist entführt, oh Gott! Oh nein! Moin Leute und willkommen zum ersten Video hier auf meinem neuen Kanal. Ja Leute, hier geht's jetzt los mit dem ersten Projekt, nämlich Super Mario Galaxy 2. Und damit, ja Leute, ist mein alter Kanal, JajaFelix, tot. Und ja, es geht jetzt weiter hier auf meinem neuen Kanal, ne? Mit dem ersten Projekt Super Mario Galaxy 2. Ja Leute, ich bin so gehypt auf dieses Spiel. Ich habe mich dazu entschieden, dieses Spiel als mein erstes Projekt zu bringen, da dieses Spiel eines meiner meistgespieltesten Kindheitsspiele ist. Das heißt, ja Leute, Mario Kart Wii, Super Mario Galaxy 2 und Super Mario Galaxy 1 und halt Animal Crossing New Leaf, das sind meine Top 3 Kindheitsspiele. Und ja Leute, deshalb habe ich mich dazu entschieden, dieses Spiel auf jeden Fall jetzt noch zu spielen, ne? Wir erstellen auf jeden Fall eine neue Datei. Spieldatei auf diesem Stern erstellen. Natürlich, Digga. Starten wir damit. Wir nehmen mal, ja, Toad, Bree. Dieses Symbol verwenden? Ja, Mann. Kommen Sie ran. So. Genau, das Datum davon sollt ihr euch mal lieber nicht verwirren lassen, ne? Das stimmt nicht so ganz, ne? Also vor allem das Datum stimmt nicht und die Uhrzeit sowieso nicht. Also die Uhrzeit, ja gut, ich will jetzt auch nicht die offizielle Uhrzeit sagen, weil es ist mitten in der Nacht, aber egal. Ja, ich würde sagen, wir starten mal ein schönes, spannendes und einfach nur geniales Abenteuer. Let's go! Dies ist eine weitere Geschichte, die mit Sternstaub beginnt. Alle 100 Jahre geht in einer besonderen Nacht hellglitzender Sternstaub über dem friedlichen Pilzkönigreich nieder. Heute ist es wieder soweit. Lieber Mario, wie wäre es mit einem Stück... Sprachenlernen, Bubble. Lieber Mario, wie wäre es mit einem Stück Kuchen, während wir den Sternenhimmel beobachten? Ich warte im Schloss auf dich. Deine Peach. Ach, Peach. Mario kommt jetzt, ne? Ja Leute, ich habe auch vor, da dies das erste Projekt ist, ne, was ich hier auf diesem Kanal bringe, ne, ich werde in Zukunft richtig viel über Themen reden und so. Das habe ich auf jeden Fall vor. Das ist auf jeden Fall mein Ziel so, ne. Darauf habe ich richtig Bock, viel über Themen zu reden, viel Off-Topic halt, ne. Und in diesem ersten Part werden wir auch viel darüber reden, was ich hauptsächlich auf diesem Kanal machen will, ne, so. Und ja. Das werde ich später dann gleich mit euch noch reden. Jetzt kümmern wir uns erstmal um die Story, ne, so ein bisschen, ne. Hm, wer ist denn da? Ein Dreh. Hm. Ah ja. Dieser sonderbare kleine Geselle sieht verwirrt aus. Ob er sich verlaufen hat? Na, gute Frage. Oh, wie schön, Mario ist ihm sympathisch. Eine behagliche Wärme breitet sich unter Marios Mütze aus, während sich eine ungeahnte, mysteriöse Kraft in seinem Körper verteilt. Ah ja, das ging ja in diesem Spiel sehr schnell. Ja, Leute, nämlich in Super Mario Galaxy 1 hat es echt viel länger gedauert, bis wir diese Wirbelkraft bekommen haben, ne, diese Schüttelkraft. Ja, und hier ging es sehr schnell, ne, schon in den ersten Minuten, krass. So, wir müssen jetzt auf jeden Fall schnell ins Schloss. Hier geht's schon richtig los, ne. Bowser dreht mal wieder komplett durch. Macht hier komplett Faxen. Du Sau. Die Lumas. Zu spät, Mario. Die Kraft der Sterne gehört jetzt mir. Und sieh mal, was ich mir noch unter den Nagel gerissen habe. Oh nein, Peach. Was Neues. Du bist entführt. Oh Gott. Oh nein. Ich bin riesengroß. Sogar noch furchterregender. Aus der Nähe, oder? Naja, ist eigentlich immer so wie immer eigentlich, ne? Und Peach kann bestimmt was Leckeres für mich backen. Ich bin genau in der Stimmung für einen riesigen Schokokuchen. Ja, hätte ich jetzt auch eigentlich Bock, ne? So als Mitternachtssnack für mich jetzt, ne, so. Euer erbärmlicher Planet ist zu klein für mich. Mein neues Riesen-Ich verlangt nach einem Riesenreich. Das Zentrum des Universums wird der perfekte Ort für meine neue Heimat sein. Viel Spaß noch mit deinen jämmerlichen Pilzen. Ah ja. Da zischt er in den Orbit. Und weg ist er. Oh Leute, Peach mal wieder entführt, ne? Was eine Neuigkeit, ne? Oh Mann. Mario! Na, was ist denn, ihr süßen Viecher? Mario, wo kam dieser riesige Unhold nur her? Er hat deine Prinzessin ins Zentrum des Universums verschleppt. Befreie sie, so schnell du kannst. Wow, der ehrwürdige Babyluma.
Hallo mein Kleiner, wie geht es dir gut? Hast du es bequem dort unter Maris Mütze? Nun, da ist es wohl genauso sicher wie überall sonst auch. Aber es gibt jetzt wichtigere Dinge zu tun. Mario, wir müssen die Prinzessin retten. Dann auf geht's, mal wieder. Wie ich sehe, erlaubt dir die Macht des besonderen Baby-Luma, die Kraft der Sterne zu nutzen. Und auch wir Luma werden dir helfen, wo wir nur können. Du bist ein wahrer Freund der Luma. Aus Dank, dass du uns geholfen hast, helfen wir dir bei deiner Reise. Wir katapultieren dich ins Weltall, damit du dich an die Fersen des Unholds heftest. Jawohl, meine ich. Leute, los geht's in die Galaxien! Mit Mission 1 in der Hochgarten-Galaxie. Dino Piranha Juniors Schleudertrauma. Alles klar. Ja Leute, Mario Galaxy 1 gab es den normalen Dino Piranha. Hier gibt es den Dino Piranha Junior. So ein Unhold hat alle unsere wertvollen Powersterne entwendet. Du wirst den Unhold also finden, wenn du dem Powerstern folgst. Halte ihn auf, wir Luma werden dir dabei helfen. Und ja Leute, während wir hier uns um unsere erste Mission, also um unseren ersten Stern hier kümmern, werde ich auch erstmal, ne, als erstes, ja, ein bisschen, oder was heißt ein bisschen, in diesem Part viel über, ja, diesen Kanal hier reden, was auf diesem Kanal euch so erwartet hier, ne, um es erstmal so in schnelle Worte zu fassen, ne. Auf jeden Fall, ja Leute, ich werde hier weitermachen, hauptsächlich mit Let's Play Videos. Aber ich will mich jetzt auch hauptsächlich darauf fokussieren, die Let's Play Videos so gut zurechtzukarten wie nur möglich. Das heißt, ja Leute, ich werde diese Let's Play Videos echt so unterhaltend wie möglich zusammenschneiden. Und ja, wir haben einen Wanna-Pilz erhalten, ne? Ja Leute, das wissen wir natürlich schon, was er bringt, ne? Und ja, genau, ich werde nicht nur Let's Plays machen natürlich, also diese editierten Let's Plays. Ich werde natürlich auch, ja, besondere Videos machen. Darüber will ich jetzt aber noch nicht so viel verraten, weil es wird noch was sehr, eine Überraschung so sein, was ich noch so bringen werde. Und ja, wir müssen jetzt hier wahrscheinlich in diese Röhre, oder welche waren wir jetzt drin? Waren wir jetzt in der Orangen drin oder in der? Ah, okay, in der Orangen, okay. Und ja, Leute, das erste, wie gesagt, Mario Galaxy 2 ist jetzt gerade leider noch mit Abfilmen, ne? Wie gesagt, ich bin halt echt nicht mehr so der Fan. Ich habe 4 Jahre auf meinem alten Kanal jetzt, ne, mit Abfilmen so gelebt, ne? Ich habe die ganze Zeit abgefilmt, das hat so, boah, nee, auf Dauer, das ist ja die Qualität und so, die leidet darunter und so, ne? Zwar habe ich jetzt, nehme ich das jetzt hier mit meinem neuen Handy auf. Also ich nehme das hier gerade mit 1080p und 60 FPS auf. Aber durch mein Schnittprogramm wird es leider zu 720p runter gemacht. Aber Hauptsache, also immerhin nehme ich das jetzt gerade in 60 FPS auf. Das heißt, immerhin sind es 60 FPS. Hier entlang. Hey, meine Freunde haben mir von dir erzählt. Hüpfe mich rein, sobald ich mich in einen Sternenring verwandelt habe. Und genieß die Aussicht beim Fliegen. Und ja, bald geht's dann richtig los mit so mit einer richtigen Capture Card. Ich werde mir bald eine Capture Card holen. Und dann geht's richtig los mit den Nintendo-Spielen. Ich werde die dann, ja, mit schön mit einer Capture Card aufnehmen, ne? Das wird echt geil. Oh man, ich freue mich darauf schon, ne? Das wird dann endlich richtig schön qualitativ und so wenigstens höher, so hochwertiger sein, ne? Weil das ist echt nicht mehr so geil, ne, mit Abfilmen. Ich meine, auch wenn es jetzt natürlich eine, ja, eigentlich ganz solide Qualität ist für das, dass man das abfilmt mit einem Handy, ne, ich sag mal mit einem Handy, ist das, mit dem ich gerade aufnehme, eigentlich eine gute Qualität, ne? Also, wenn es jetzt natürlich immer noch 1080p wären, aber das ist natürlich leider 720p am Ende, ne? Genau, und es wird natürlich nicht nur bei Mario Galaxy 2 bleiben. Ich habe auch noch vor, nach Mario Galaxy 2 ein, ja, schönes und saftiges Let's Play Minecraft zu bringen für die PS4. Das heißt, da wird es dann auch mit dem PS4-Aufnahmeprogramm aufgenommen, was natürlich schon in der PS4 drin ist, ne? Juhu, du bist Regenbogen, Mario. Du bist für kurze Zeit unbesiegbar. Dann auf geht's, ne? Genau, in Mario Galaxy 1 und Mario Galaxy 2 muss man natürlich auch die ganzen Sternteile und so richtig schön einsammeln und so. Die sind richtig wichtig am Ende. Oder allgemein im ganzen Spiel, meine ich. Richtig wichtig im ganzen Spiel. Also immer einsammeln, so viele es geht, ne? Immer einsammeln. Notwendig, einfach, das ist sehr wichtig. Immer einsammeln, wenn es geht. Man kann nicht genug haben von denen. Wie gesagt, es wird nicht nur zu diesen editierten Let's Plays kommen. Und es wird nicht nur diese editierte Let's Plays geben, wie jetzt zum Beispiel dieses Let's Play, dieses Video hier zum Beispiel. Dieses Video wird jetzt auch so mit einigen vielen Cuts und so sein und so, ja. Und ich würde echt mal, also wenn ihr ein bisschen vielleicht Verbesserungsvorschläge und so in die Kommentare schreiben könnt oder so. Oder auch vielleicht, ja Leute, schreiben könnt,
wie ihr das findet, wie es gerade so ist, ne? Mit dem Schnittstil, ne? Ich will jetzt mich so ein bisschen in diese Richtung bewegen, ne? So in diese editierte Let's Play-Richtung so, ne? Aber ja, ich muss mich erstmal mit diesem Content zurechtfinden und so, ne? Genau, und in Mario Galaxy 2 gibt es auch noch solche Kometenmünzen. Die sind auch neu im Gegensatz zu Mario Galaxy 1. Ich glaube, die erste ist irgendwo hier. Wir müssen hier, glaube ich, drauf und dann kommt sie. Ja, da ist sie nämlich da unten. Ja, dann bin ich auf jeden Fall auf eure Meinung gespannt, wie ihr so diesen Schnittstil bis jetzt findet. Du hast eine Kometenmünze erhalten. Sammel so viel du kannst, um Schabernack-Kometen anzulocken. Ich glaube, es gibt 50 Stück im Spiel. Und ja, ob ich das Spiel zu 100% spiele, das weiß ich nicht. Aber ich bin mir sogar sehr sicher, weil, das wie gesagt, so, ich finde einfach ein so gutes Spiel ist, das verdient es einfach. Das verdient es einfach, zu 100% gespielt zu werden. Das Spiel ist so gut, finde ich. Ein Kindheitsspiel von mir. Eine Legende. Deine Lebenskraft hat sich auf 6 erhöht. Wenn sie wieder auf 3 sinkt, ist der Bonus dahin. Ja, und ja, ich habe auf jeden Fall noch so viel zu erzählen über diesen Kanal und so, was ich hier bringen will. Und ja, falls ich mich jetzt zu viel wiederholen werde in diesem Video, ne, tut mir natürlich leid. Aber ich kann es leider nicht anders machen, weil ich bin so einer, ich rede nicht oft über Themen in so Projekten. Ich bin immer so ein On-Topic-Typ, ne. Eigentlich oft so, ne. Außer in so Spielen auf meinem alten Kanal wie Grand Battle Royale oder so, da habe ich immer so off-topic oft geredet, weil du kannst dich dort on-topic immer reden, das geht einfach nicht, ne? Aber hier ist es jetzt auch wieder so ungewohnt, ne? Off-topic jetzt öfter zu reden und so. Aber ja, das schaffe ich schon irgendwie, ne? Das werde ich schon schaffen. Und dich werde ich auch schaffen, ne? Dich werden wir auch erledigen, du Fettsack. Wir müssen deinen Arsch schlagen. Warum hast du eigentlich ein Ei... Ach, ja gut, kein Kommentar. Warum ist eigentlich dein Arsch orange? Digga. Ja, musst du mal vielleicht einpudern oder so. Ist ziemlich rot, kann ich dir sagen. Ich glaube, er ist ein bisschen aggro, ne? Kann sein, oder? Und ja, Leute, weil ich mich auf diesen editierten Content fokussieren möchte, also ich werde jetzt am Anfang auf jeden Fall öfter, also erstmal mich auf nur die Let's Plays fokussieren, diese editierten, und dann in nächster Zeit gibt es natürlich dann noch, die speziellen Videos, die ich dann bald auch noch machen werde. Und ja, ich kann euch auf jeden Fall schon sagen, die werden echt wild. Ich habe echt Bock auf die. Die haben so einen großen Aufwand. Aber die lohnen sich auf jeden Fall. Die werden sich auf jeden Fall sehr lohnen. Und ja, ich freue mich allgemein einfach auf diesen Kanal, dass ich jetzt diesen Schritt gemacht habe, ne, mit dem neuen Kanal. Es wird jetzt einfach alles nur noch besser, ne. Ich werde natürlich diese gute alte Zeit auf meinem alten Kanal niemals vergessen. Das ist natürlich einfach Legende dort gewesen. Das ist einfach alles Erinnerungen und so, ne. Das darf man einfach nicht vergessen, ne. Es wird auch nie in Vergessenheit geraten. Und ja, ich würde sagen, wir nehmen jetzt erstmal den Stern und schauen dann mal weiter, was jetzt uns jetzt hier noch erwartet, ne. So, wir kommen jetzt hier auf dem Raumschiff oder wo auch immer an. Unser erster Powerstern, eine Kometenmünze, schon 221 Sternteile, krass, und 55 Münzen, krass, okay, das ist echt nicht schlecht. Hallo, du musst Mario sein. Meine Luma haben mir berichtet, was im Pilzkönigreich vorgefallen ist. Dieser Powerstern gehört uns. Danke fürs Zurückbringen. Zu schade, dass der Unhold entwischt ist. Übrigens, mein Name ist Luba. Ich wache über diese Luma hier. Ob du es glaubst oder nicht, du stehst gerade auf einem Raumschiff. Wir Luma haben diesen kleinen Planeten in ein Schiff verwandelt, um durch das Weltall zu reisen. Siehst du, was mit unserem Raumschiff passiert ist? Dieser Unhold hat Meteoriten auf uns geschleudert und dabei wurde das Schiff zerstört. Durch die Erschütterung sind auch einige Mitglieder meiner Mannschaft über Bord geschleudert worden. Mario, soweit ich das verstanden habe, hat der Unhold also deine Prinzessin entführt. Ja Bruder, wie gesagt, das ist nicht das erste Mal, also das musst du mich jetzt nicht fragen oder sagen oder so, ne? Also, aber er hat auch vor uns nicht Halt gemacht. Dieser Unhold hat all unsere Powersterne entwendet. Unser Raumschiff benötigt die Energie der Powersterne, um fliegen zu können. Ohne Powersterne stecken wir also fest. Oh, süß, dieser besondere Luma unter der Mütze. Ich hätte ihn nie an einem solchen Ort vermutet. Augenblick, jetzt verstehe ich. Nur seinetwegen kannst du die Sternkraft verwenden. Gut, dann habe ich einen Vorschlag. Du bist auf der Suche nach der dir kostbaren Person in den Weiten des Universums. Ist es nicht so? Ganz genau. Wie wäre es, wenn ich dir ein Raumschiff besorge? Um durch Raum und Zeit zu schippern, benötigt dieses Schiff jedoch die Energie der Powersterne. Du wirst uns also helfen müssen, Powersterne für das Schiff zu finden. Einverstanden, Mario? Aber gerne. Ja, muss ja immer alles erledigen, ne? Sehr gut, wir haben eine Abmachung. Alle mal herhören. Wir haben einen Plan. Ich möchte, dass hier gleich alles so raumschiffig wie möglich aussieht. Dann an die Arbeit. Bruder, das ist sehr grün gehalten. Was soll denn das? Bin ich Luigi? Lubas Crew hat das Raumschiff repariert. Es sieht nur wie Mario aus. Nun, was denkst du? Ein Schiff nach deinem Vorbild. Sieht gut aus, nicht wahr? Oh, wie bitte? Es gefällt dir nicht? Sieh es mal so. Wenn es jemals in einem Asteroidensturm verloren gehen sollte, weiß man gleich, wem es gehört. Überzeugendes Argument. Und doch
Dazu sehr praktisch, nicht wahr? Ich ernenne dich hiermit zum Steuermann dieses Raumschiffs. Mögest du es weise durch das weite Sternmeer navigieren. Du kannst nun das Raumschiff Mario erkunden oder gleich das Steuerrad übernehmen, über den Kurs bestimmen. Es ist deine Entscheidung, schließlich bist du der Steuermann. Alles klar. Gut, Leute, wir sind jetzt hier auf dem Raumschiff, ne? Ja, wir erkunden hier ein bisschen, also wir schauen uns hier mal kurz ein bisschen um, schauen mal, was hier so geht. Und ja, dann beende ich dann auch nochmal das Thema so. Genau, Leute, ich wollte einfach nochmal, ja, sagen, genau, Leute, es wird, wie gesagt, dieser Kanal ist eigentlich einfach, grob gesagt, ne, eine Fortsetzung von meinem alten Kanal. Aber die Let's Play Videos, was ich halt früher auf meinem alten Kanal eigentlich fast nur Let's Play Videos gemacht habe, ne, die werden jetzt editiert sein. Also mehr so in die editierte Richtung gehen. Auf jeden Fall zurechtgekartet, richtig zurechtgekartet, ne. Und öfter auch schön will ich ein paar Effekte rein editieren und so, ne. Ja, ich will damit jetzt erstmal beginnen, ne, und dann schaue ich mal, wie ich damit zurechtkomme und so. Aber ich glaube, ich komme damit auch schon sehr zurecht. Also, das ist ja eigentlich nicht schwer so, ich krieg das hin. Ich habe es schon öfter gemacht so. Also, was heißt, ja, ich habe ja schon öfter paar Videos und so zusammengekartet und so. Das kriege ich alles hin, das ist kein Problem, das ist ja auch nicht so schwer. Kostet zwar Zeit und deshalb habe ich mir auch überlegt, jetzt erstmal jede Woche ein Video hochzuladen. Bald kommen dann auch besondere Videos noch dazu. Ja, nämlich solche Videos, wo ich auch so allgemein so über Themen rede und so. Ich will auf jeden Fall, ich verrate darüber jetzt noch nichts. Ihr werdet es sehen, wann es kommt, ne? Es wird auf jeden Fall richtig geil. Ja, ich freue mich auf jeden Fall auch, das endlich zu machen und so. Und auch allgemein diesen Kanal zu starten. Auf diese Videos, die jetzt kommen und so, diese Let's Plays. Und ja, dann auch bald auf die ganzen Nintendo Let's Plays und so, die dann bald auch mit Capture Card und so gemacht werden. Oh Leute, es wird alles noch geil, ne? Ich glaube, ich werde auch in der nächsten Folge noch ein bisschen weiter darüber reden und so, ne? Ja, würde ich sagen, ja. Das war's jetzt mit dieser ersten Folge von Super Mario Galaxy 2. Danke fürs Zuschauen. Und ja, falls ihr, wie gesagt, ne, Verbesserungsvorschläge habt zum Schnittstil und so, könnt ihr sie gerne in die Kommentare jetzt schreiben. Und ja, und auch in den nächsten Folgen und so, immer gerne und so. Ich nehme jede Kritik und so an, ne? Immer gerne und so, ne? Und auch natürlich positive Kommentare, ne? Wenn ihr es natürlich gut findet, könnt ihr es mir natürlich auch sagen. Dann freue ich mich natürlich auch, ne? Ja, ich bin echt gespannt, wie ich das jetzt so mache, ne, mit dem Schnittstil. Aber dann würde ich sagen, ja Leute, das war's in dieser Folge von Super Mario Galaxy. Wenn es euch gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal und ja, aktiviert die Glocke, um keine Folge mehr zu verpassen. Dann würde ich sagen, ja Leute, haut rein und dann ja, bye und bis zur nächsten Folge.